Hallo, ich bin Birgit aus der Lüneburger Heide und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich einen Vanillepudding mit weißer Schokolade koche. Dazu habe ich einen Kochtopf mit kaltem Wasser ausgespült, damit die Milch sich nicht so ansetzt. Dazu nehmen wir 1,5 Liter Milch. Ich füge schon ein wenig Milch rein. Und dazu nehmen wir 3 Pakete Vanillepudding. Die rühren wir mit kalter Milch an. Und warten jetzt, dass die Milch aufkocht. Wenn die Milch dann anfängt zu blubbern, können wir das Gemisch mit Milch und Vanillepudding einrühren. Und warten, bis es aufkocht. Jetzt nehmen wir die weiße Schokolade, die schon in kleine Stücke gebrochen ist, und füllen sie ein. Die löst sich ganz von alleine auf. Wir müssen dann warten, bis der Pudding sich erkaltet hat, wenn wir die geschlagene Sahne unterheben wollen. Ja, unsere Vanillecreme mit der weißen Schokolade hat sich jetzt abgekühlt. Und darunter heben wir jetzt 500 Milliliter Sahne, die wir geschlagen haben. Damit die Sahne auch schön locker bleibt, wird das richtig vorsichtig untergehoben. So, jetzt hat sich das alles ganz gut verbunden. Kann man daran sehen, dass es immer gleichmäßiger wird. Es kommen nicht mehr so gelbe Streifen hoch. Vom Pudding hat sich die Sahne gut mit dem Pudding vermischt. Die füllen wir jetzt in eine Schale. Und dazu reichen wir ja noch pürierte Erdbeeren. Und die werden auch nicht gezuckert. Die kommen so, wie sie sind, dazu. Das schmeckt wirklich lecker und erfrischend und da freut sich jeder. Ich wünsche allen einen guten Appetit.